Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker, wollte ich gerade sagen. Nein, Splatoon! Nicht im Online-Modus, nicht den Revierkampf, nicht im Herrschaftsmodus, nicht, also obwohl doch da oben steht Revierkampf, aber nein, wir spielen heute mal ein 1 gegen 1 und zwar gegen den Dwangle, den wir auch schon gerade in der Aufnahme gesehen haben. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie so ein 1 gegen 1 ablaufen wird. Wir fangen mal mit Revierkampf an. Ich glaube, Operation Goldfisch wird nicht ganz so lustig. Ach, wir fangen mal mit Revierkampf an. So, komm. Wir fangen mit Revierkampf an und es wird nicht so lange geschnackt, sondern wir fangen jetzt einfach mal an. So, egal. Ne? Da. So, alles klar. Brief, Team Bravo. Muss ich noch auf irgendwas drücken? Ich glaube, ich muss auf bereit drücken, genau. Ich habe noch nie ein Privatmatch gespielt, deshalb muss ich mal gucken. Wir machen einfach mal bereit. Genau, da muss ich bereit drücken und er muss bereit drücken. Genau, perfekt. So, damit können wir loslegen. Ich bin wieder euer Ninja Shitendo, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, mal 1 gegen 1 Match. Ich bin mal gespannt, was das so wird. Wir gucken mal, ne? Gut, da ist er, da bin ich. Und los geht's. Lalalala, ist mal wieder ein bisschen Sprain. Sprain ist immer gut. Ich weiß gar nicht, was hier so für Taktiken sind bei 1 gegen 1, weil ich kenne wirklich gar kein 1 gegen 1. Ich kann mal hier vielleicht auch seinen Spawn machen. schön. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen herausfinden, ob ich jetzt eher zu ihm hingehen sollte und ihn die ganze Zeit bashen sollte. Oder, ja, weil man ist jetzt auch alleine, ne? Und da muss man jetzt ein bisschen gucken. Ich denke, wir färben jetzt erstmal alles so lange ein und wenn wir uns dann treffen, dann gehen wir ihn natürlich richtig. Wieder ein Dings voll, wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich dadurch einen Vorteil habe mit meinem Tintferner. Ich hoffe mal nicht. Aber das sollte schon hoffentlich alles gut gehen. Lalalala. Aber ich glaube nicht, dass die anderen Spielmodi Spaß machen werden, oder? Wenn die Spaß machen? Aber wir werden es gleich mal testen, einfach just for the fun. So, guck mal, jetzt sind wir auch schon hier. Ich hatte. Ne, Zeit kann man ja nicht einstellen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man bei Privatkämpfen leider nicht so viel einstellen kann. Da fehlt mir so ein bisschen was zum Einstellen. Aber mal. Oh, guck mal, hier ist er. Ah, guck mal, wir haben uns beide gegenseitig getötet. Sehr schön. Kann ich cool schrauben? Ich schreibe mal cool. Ich weiß gar nicht, sieht er das? Ich glaube gar nicht, ne? Ich glaube, das sind immer nur Teamkameraden. Naja, gut. Guck mal, hier war er schon gewesen. Ach, guck mal, der hat auch ein Tinferno-Gedöns. Alles klar. Okay, er ist im Gefahrenmodus. Ja, da muss er mal ein bisschen was machen, ne? Ich gehe auch mal hier ein bisschen bei mir noch mal ein bisschen was einfärben. Gut. Okay, da ist er schon wieder. Da will er es. Aber ich lasse ihn jetzt erstmal kurz nochmal alleine. Ich lasse ihn erstmal noch da alleine. Also jetzt ist er gerade durchgedrungen. Ich glaube, er will gerade meine Seite machen. In der Zeit mal kurz seine Seite. Okay. Da zieht sie los. Und da kommt gerade ein Tintferno rein. Und noch eine Minute. Und wir dominieren ihn immer noch. Obwohl wir eigentlich genau das gleiche machen, ne? Das ist, interessant. Wir machen mal da was hin. Ich habe schon 1200 Punkte gleich. Und ich weiß gerade nicht, wo er sich befindet. Der ist gerade, ich glaube, da unten dürfte er sein. Irgendwo hier so. Aber wie man sieht, wir dominieren ihn halt echt sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie so ein 1 gegen 1 Match ankommt. Wenn sowas gut ankommt, können wir gerne sowas öfter machen. Gerne auch gegen andere Leute natürlich. Oder auch mal mit mehreren, ne? Wer weiß. Gucken wir mal, ne? Ich werde es ja an den Aufrufen sehen. Da war er. Ja, wir haben uns wieder gegenseitig gemacht. Sehr schön. Oh Mann. Okay. Wir können hier nochmal einen Schwingler aufbauen. Und dann dürfte es das auch schon gewesen sein. Oh Mann. Dein Team, Gegnerteam. Ja. 47-33 haben wir dann gewonnen. 300 Punkte. Kriegt man eigentlich hierfür auch XP-Punkte oder kriegt man das nur im öffentlichen Modus? 1701. Eieiei. Oh, er hat sich einmal, glaube ich, selbst getötet. Okay, gut zu wissen. Nee, wir kriegen leider keine XP-Punkte. Schade. Gut. Wie wäre es, wenn wir mal den Turmkommando-Modus ausprobieren? Das wird bestimmt lustig. Wollen wir mal herrschen? Turmkommando. Wir können es ja mal probieren. Oder vielleicht wird es auch doof. Nee, wir werden es ja sehen. Keine Ahnung. So. Einfach mal gucken, wie das wird. Kennt Schützenfisch? Ja, das wird doch. Gucken wir uns einfach mal an, wie Turmkommando 1 gegen 1 funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Camp Schützenfisch könnte noch lustig werden. Das könnte sogar eine sehr lustige Map werden.
Ja, wir probieren mal, ne? Ich glaube, das könnte aber langweilig werden. Aber wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht könnte es auch spaßig werden. Vielleicht gibt es da so ein paar lustige Momente. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Auf jeden Fall ist es erstmal waschen. Waschen, waschen, waschen. Waschen ist gut, waschen ist wichtig. Und damit ist er auch schon da. Aua. Aua. Da, da, da. Meins. Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal, wie lange das dauert, bis er mich kriegt. La, 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 la. Ach cool, ich lade gerade auf, weil er schon wieder neue Flächen macht. Na, 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 na. Dum, dum, dum. So, gut, da kommt eine Bombe, die hat mich nicht getroffen. Komm bitte. Komm schon. Ja, die hat mich eigentlich getroffen. Ja, nein, nein, nicht mehr Trinker kaputt machen. Oh, ich glaube, ich ihn gerade gar nicht. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Spring, nein, ich kann, nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin runtergefallen. Ah, okay, Turm in Gegnerhand. Alles klar. Jetzt müssen wir uns den mal wiederholen, den guten Türmchen. Ja. Ja, der dürfte ja gleich hier vorbeikommen. Okay, da kommt er. Boah, der hat mir echt gekriegt. Mann. Da kriegt er mich echt. Boah, der freut sich auch noch. Der Sack. okay, ich habe schon 50 Erde. Das ist ja so eine 80er Partie. Warte ich jetzt so ab hier auf ihn? Oder was anderes kriege ich ja jetzt gar nicht hin da. Oh, wow, wie habe ich das denn geschafft? Das muss man erstmal schaffen. Mein Gott, ist da gerade. Also, ich muss gerade sagen, ich spiele das ja nicht. Ne? Also, das ist schon gerade mein Ernst hier, den Skill, den ich hier gerade spiele. Aber das ist gerade wirklich nicht mehr lustig. Das müssen wir mal ganz schnell unterbinden. So, tadum, tadum. Warte, da unten, da oben kommt er irgendwo hier, sah, genau da. Perfekt. So, 29. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen was, müssen wir jetzt machen, schaffen. Das könnte jetzt dauern. La, la, la. Hattet der schon immer solche Seitenstreben gehabt an den Ecken? Ich weiß das gar nicht mehr. Kommt gerade irgendwie neu vor. Und da kommt er auch schon. Ach, getroffen und ich bin auch getroffen worden. Wow. Oh mein Gott, das ist hier wieder auf höchstem Niveau hier. Eieieiei. Okay. Aha. Oh wow, der ist rüber geflogen. Die Bombe kriegt mir nicht. Ich habe ihn getroffen, sehr schön. Und los, los, los. Hier. So, los. Machen wir mal da hin. Dum, 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 dum. Gut. Lalalala. Autsch. Gut. Ich hab mir aufgepasst. Mann, ich bin so gut. Ich hätte mehr aufpassen sollen. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich kann mir aber. Ich glaube, ich kann mir gleich Operation Goldfisch sparen. Weil ich glaube nicht, dass das spaßig ist, wenn einer da den Fisch hier ans Feld rumschlägt. Sich mitträgt. Ich glaube nicht, dass das spaßig sein kann, 1 gegen 1 mäßig. Nee, aber was wir noch probieren könnten, wäre Herrschaft. Das können wir vielleicht noch interessant vorstellen. Aber ich glaube, Operation Goldfisch müssen wir schon mit mehreren dann spielen. Wow, er hat mir echt gekriegt da hinten. Ah, da ist er sowas. Mit seinem Wasabi-Flex, da kann er echt gut umgehen. Ja, das muss man mal so sagen. Wieder Turm Gegnerhand. Wir haben noch eins, knappe 40 auf der Uhr. Oder 2 Minuten knapp auf der Uhr. Hi. Oh, der ist gar nicht drauf. Wo ist er denn? Oder er wartet jetzt auf mich. Das ist natürlich auch eine Taktik, die man fahren kann. Lalalala. Ich tue jetzt immer meinen Schwingler nach vorne hin. Wow. Damit habe ich jetzt auch gerade nicht gerechnet. Der war gut. Der war echt gut. Das kann man mal so stehen lassen. Ja. Da kommen auch schon wieder die Bomben. Ich glaube, ich warte einfach mal hier. Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Nein, du siehst mich nicht. Meinst du, der hat mich hier gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat mich doch gesehen. Wow. Das war gut. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, darüber zu fliegen. Ich weiß es selbst, vor allem zu fliegen, genau, zu fliegen, jetzt rüber. Rüber zu springen, das weiß ich selbst noch nicht genau, wie ich auf die Idee gekommen bin. Gut, jetzt habe ich meine letzte Chance, ihn nochmal aufzuhalten. Wow. Ha! Perfekt! Perfekt mit der Wand hochgekommen, sehr schön. Hui! Okay, aber ich glaube, da werde ich nicht mehr gewinnen. Außer ich mache jetzt die Overtime. Dann vielleicht ja. Aber ich glaube das nicht so. da kommt schon wieder die Bombe. Wow, die hat mich sogar getroffen. Ah, ja, gut. Ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, ja, geritzt. Also, oder ich komme jetzt nochmal. Wo ist er denn? Der Turm gerade. Da ist gerade der Turm.
Boah, er hat mich schon wieder einmal getroffen. Oh Mann, der Wahnsinn, ey. Okay, das ist ein GG an ihn. Sehr schön. Jo. Gut, das war Turm Kommando 1 gegen 1. Jetzt auch nicht gerade wirklich was Spektakuläres. Aber, jo. Ne, man hat's mal gespielt. Gut, ich denke, Operation Grappage können wir uns wirklich sparen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie spannend das ist. Boah, 6-10. Ja, 7-7. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie spannend das ist, Dings zu machen. Deshalb machen wir mal die Herrschaft noch. So, hier, zack. Ja, Tipps einteilen. Wunderbar. Gut, wir machen noch die Herrschaft. Anti-Bit Games IQ, auch sehr schön. Ja, machen wir okay. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Ja. Herrschaft kann mir wenigstens auch spannend vorstellen, weil man nachher noch wenigstens eine große Fläche hat, die man einfärben muss. Und die kann ich mir bei 1 gegen 1 vielleicht lustig vorstellen. Weil man da wirklich ja mehr verteidigen muss. Aber wie gesagt, Operation Goldfisch, das können wir uns wirklich sparen. Okay, los geht's. Ach ja, hier ist das hier abgesperrt. Warum haben wir das hier abgesperrt? Voll doof. Komm, los. Dankeschön. Ich weiß nicht, warum wir das abgesperrt haben. Warum darf ich denn da kein schnell machen? Ist voll doof. Oh, ich habe kein Dings. Nein. Ich glaube erstmal, Regel Nummer 1 wäre, glaube ich, erstmal, dass ich den irgendwie kriege. Ne, das wird nix. Wo ist er denn? Hüpfen gerade voll rum hier. Jetzt haben wir ihn, sehr schön. Damit haben wir auch die Herrschaft. Und die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen behalten. So, machen wir da noch einen Sprinkler hin. Düm, düm. Und jetzt werden wir ein bisschen gucken, wo der Tag herkommt, ne? Das ist gerade alles so eine Frage, wo er herkommen könnte. Ich befürchte, ich denke aber mal von da und da kommt er auch her. Ich lasse ihn aber erstmal ein bisschen mal einfärben und dann hier Überraschungsangriff. Bam! Ja, okay. ja, ne? Gucken wir mal. Wo kann er herkommen? Mein Springer lebt noch, das freut mich. Da hat er mich gesehen. Ziel angehalten. Nein. Oh. Wow. Wow. Perfekt. Sehr schön. Ja, wieder Herrschaft erlangt. Okay, ich glaube, die Ranked-Modis lohnen sich, glaube ich, nicht 1 gegen 1. Jo. Ne? Der Spieler ist da voll platziert, muss man sagen. Schick. Oh, da will er es nochmal wissen. Perfekt. Ja, okay. ja, gut, ne? Wir haben es mal gespielt. Oder? Nee, ich hätte, glaube ich, spannender wäre es gewesen. Obwohl, ne, auch nicht wirklich, oder? Ich glaube, es wäre auch nicht spannender gewesen, wenn wir zwei Splatzones hätten, oder? Wäre es spannender, wenn wir zwei Splatzones hätten? Also zum Beispiel die Map Halbothafen. Wäre das spannender? Ich glaube nicht, oder? Das ist halt so eine Frage, weil wenn man zwei hätte... ja, zwei. Zwei, also, obwohl das könnte, glaube ich, auch zu leicht werden, oder? Na, komm, wir lassen es einfach mal, wir lassen es jetzt hierbei. Wir lassen es jetzt beim Revierkampf. Noch zweimal machen wir das noch und dann, jo. Schon wieder Blaufloss-Depot, warte mal. Nein, stopp, kann ich nochmal in die Lobby? Kann ich gar nicht, warte mal anpassen, aber. Ach, ich kann den anpassen. Ach, das ist ja lustig, ich kann mich nochmal anpassen. Oh. Ach, jetzt muss ich wirklich bereit drücken. Boah, schon wieder Blaufloss-Depot. Boah, und ich drück noch. Mann, voll doof, aber okay. Ja, gut, nochmal Blaufloss-Depot. Ein Rematch auf dem Laufflossendepot. Jetzt hätte ich mir gerne eine andere Map gewünscht. Schade. Ich glaube, ich stelle einfach gleich nochmal meine Lieblingsmap ein. Und dann beenden wir es auch. Jo. Also, da habt ihr mal gesehen, wie so ein... der hat einen neuen... der hat einen Slosher. Ich hätte vielleicht auch mal Waffe wechseln können, ne? Ich bin manchmal doof. Aber, ja, wir werden ja sehen, ob er damit was reißen kann. Erstmal hier wieder alles wunderschön einfärben. Ja, dann wird es auch schon grün, wie man sieht, am anderen Ende der Seite. Bonbon. Und da geht's auch schon los. Hier ist er irgendwo. Oder auch nicht. Okay, ah, da war eine Bombe. Die habe ich gesehen. Ja, oh nö, der hat mich wirklich getroffen. Oh nö. Oh nö. Ja. Gut. Da müssen wir so mal ein bisschen schauen. Also er hat den ersten Kill jetzt erstmal bekommen. Und er will auch mein Revier haben. Möchte mich jetzt darauf ein... Oh ne, da gehe ich jetzt nicht hin. Da gehe ich jetzt nicht hin. Da gehe ich lieber weg. Und mach lieber bei ihm irgendwas hin. Das ist, glaube ich, besser. Genau, wunderbar. Also ich bleib erstmal von ihm ein bisschen weg. Obwohl, der will mich, glaube ich, haben. Ja, der will mich auch.
Ja, gut, perfekt getroffen. Sehr schön. Gut. Nein, komm schon. Ja, perfekt. Gut. Jetzt dürfte er, glaube ich, gerade hinten kommen. Ich habe ihn, glaube ich, gehört. Ganz kurz. Aber man muss sagen, das ist mal was Lustiges, was anderes. Man muss nicht um seinen Rang fürchten. Man kann einfach mal Just for Fun Business Red Food spielen. Das finde ich gerade irgendwie lustig. Oh, macht mir gerade Spaß, muss ich sagen. Okay, da hinten kommt er auch schon wieder. Ich sehe ihn doch schon wieder. Ich habe ihn gerade wieder im Augenwinkel gesehen. Machen wir da was hin. Ich glaube, der dürfte gerade da hinten sein. Ja, wollte mich auf jeden Fall haben. Ich glaube, der kommt gerade. Von hinten! Nein. Okay, da hat er mich gerade ein bisschen doch erschreckt, dass er so schnell kam. Na gut. Aber wie man sieht, ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Gut. Nee, das war nix. Komm schon, einmal killen möchte ich nochmal. Ach man, komm schon. Der hat mir wirklich nochmal gekillt. Wow. Na supi dupi. Das war nicht so cool, aber wir führen immer noch. Also. Ich muss. Oh doch, jetzt hätte ich gerade meine Führung über verloren. Nein. Das nicht. Böses Spiel. Hallo. Hab ich das schon wieder von da kommen? Ich hab schon wieder gesehen. Nee, da gibt's aber nicht, mein Lieber. Wir müssen mal wieder. Okay, ich habe mir jetzt wieder aufgeholt. Wunderbar. Das Ding ist bereit. Dahin. Go. Gut. Oh, da hinten kommt er. Au, ach, da wollte ich mich gerade mal verstecken. Hat nicht mehr geklappt. War nicht mehr im Zeitrahmen gewesen. Schade. Ja, und damit dürfte es auch gewesen sein. Sehr schön. Dat Indie. Und der Winner ist me. Vor allem das Team. Das ist irgendwie lustig. Damit dürfte eigentlich nur ich stehen. Also irgendwie so, weißt du? Naja, gut. Ja, trotzdem nur 300 Punkte Unterschied zwischen uns beiden. Das ist schon eine Nummer. Gut, wir machen jetzt allerletztes Match. Ich hoffe, er ist noch dabei. Und zwar hier würde ich nämlich noch sagen, hier bei Moränentürme. So, allerletztes Match, Moränentürme. Wechsle ich eine Waffe? Ich weiß nicht. Ja, ich bin halt zufrieden mit der, aber ich möchte auch mal was anderes machen. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit gleich machen. Roller wäre eigentlich ganz lustig jetzt auf der Map, muss man ja sagen. Wie wäre es mit so einem Carbon-Roller? Nehmen wir mal einen Carbon-Roller. Weiß auch nicht, ob die Sub-Weapons da gefallen. Ah, der ist mir zu groß. Das war natürlich nicht sortieren kann, ist auch ein bisschen schade, aber naja, gut. Ne, wir nehmen den Roller. Alles klar, wir nehmen ein Rollerchen. Ein schöner Roller. Ein Rollerboller. Gut. Allerletzter Kampf. Moräntürme. schauen wir mal. Revierkampf, fällt möglichst viel ein. Moräntürme habe ich mir jetzt ausgesucht, weil es eine schöne große Map ist und wir dürfen uns jetzt nicht. Also hier würde ich sagen, hier kommt es schon so ein bisschen drauf an, auf das Einfärben. Er hat einen Sniper genommen. Alles klar. Gut, dann da will jemand snipern. Aber es ist auch eine Sniper-Map, von daher alles okay. Aber ich färbe jetzt hier erstmal alles schön und gemütlich ein. Boah, Roller die auch schon lange nicht mehr gehabt, ey. Mann, das sind Zeiten, du. Aber ein Roller ist auch eine schöne Waffe, muss man sagen. Aber ich benutze sie leider zu wenig. Jetzt muss ich mal kurz hier wieder reingehen. Und los. Aber ich meine, er kann mit seiner Waffe auch sehr viel einfärben. Weil mit einem Sniper dürfte es auch gut gehen. Aber da oben kommt er auch schon. Der will zu mir. Wow. Ah, schon getroffen. Aber er hat mich auch getroffen mit der Bombe. Ach ja. Mit Klecksbombe erledigt. Naja. So, was haben wir hier? Burstbomben haben wir, genau. Gut. Machen wir mal ein bisschen weiter links hier das Ganze. Das ist irgendwie cool, mit so einem Roller rumzulaufen. Aber, schaffen wir den Sprung? Ja, ich schaffe mal den Sprung. Aber hier muss ich auch mal kurz rauf. Ein bisschen gucken nach hier, genau. Also irgendwie macht das Spaß. Oh, jetzt habe ich nichts zum... verdammt, Fehler. Wo ist er denn gerade? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht auf der Karte. Ich habe ja mein Special. Leider bringt mir das Special hier auf der Map nicht so viel. Schade. Lalalala. Oh, guck mal, wer ist denn da? Ach, schade. Mann, der hat seine Bomben, ne? Der geht mir mal auf den Keks mit seinen Bomben. Bomben, ey. Immer diese ganze Zeit diese blöden Bomben.
So, hier können wir auch mal einfärben. Ich glaube, ich hätte... Ja, ich weiß, ich bin, glaube ich, schneller am Sprung, wenn ich das nicht gedrückt lasse, ne? Ja, ich bin viel schneller am Sprung, auf jeden Fall. So, hier müssen wir einfärben. Wunderbar. Ich mag heute Pink. Pink ist eine schöne Farbe. Die kann man ruhig mal tragen. Finde ich ganz schön. Oh, da ist er. Na, hab ich nicht gesehen. Ich hätte nach oben schauen müssen. Ist okay, ist okay. Ja, ja, ist okay. Ist ja okay. Dum-dum-dum. Noch eine Minute. Da hinten dürfte er gerade sein. Jupp, da ist er auch. Komm schon. Ach, verdammt, da wäre so schön. Sehe mich echt nicht. Ich glaube, der sieht mich gerade echt nicht. Okay, jetzt habe ich ihn. Wunderbar. So, jetzt machen wir wieder alles wunderschön sauber. Und er ist hier wunderbar noch ein paar Tricks zeigen hier in seiner Deathcam, wie er mich gerade sieht. Jetzt wird er mich natürlich nicht mehr sehen. Aber gerade hat er mich noch gesehen. So ein bisschen angegeben, was man so kann auf so einer Map. Hohoho. Ho, ho. Der feine Angeber hier. Dum, 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 dum. Und da ist er. Komm schon. Ja, wunderbar. Da kann er nichts machen. Da ist er hilflos. Und jetzt hier nochmal wunderschön alles pink machen. Komm schon, raus da. Wunderbar. Und wunderbar. Einfärben, einfärben. Die letzten 10. Oh, da hinten ist er gerade. Komm, wir wollen ihn nochmal treffen. Ja, wunderbar. Nochmal getötet. Sehr schön. Und ich falle gerade auch nochmal in den Tod. Ja gut, das waren 1 gegen 1 Matches. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie bei euch ankommen. Ich denke mal, ihm hat sehr viel Spaß gemacht, mit mir mal zu spielen, so 1 gegen 1. Also mir hat es jetzt auch Spaß gemacht, ne? Ist natürlich jetzt was komplett anderes als 4 gegen 4 oder so. Aber das war wirklich mal was ganz Nettes, was Feines. Und ja, damit würde ich dann vorstellen, was es hier von diesem 1 gegen 1 Special. Mal schauen, ob wir mal mehr in Zukunft hinkriegen. Und ja, bis dahin, vielen Dank nochmal an Dragon Gold, dass er mitgemacht hat. Und ja, bis dahin, wir machen dann im nächsten Part weiter mit dem Ranked-Kampf, S-Liga. Und ja, wir sind zwar erstmal wieder mit Splatoon. Und bis dahin, sei schau, euer Ninja Shitendo. Ciao.